So, ihr Lieben, heute sind wir bei Frag die Ulich Erklärbären 3, die Story. Und heute, wir sind ja, haben ja letztes Mal, die letzten beiden Male aus der Foto, aus unserem Fotoalbum ausgewählt. Und heute dachte ich, ich erkläre euch mal, wie man sozusagen eine Direktstory macht. Ja, wenn man nicht aus dem Fotoalbum auswählt. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter, weil ich jetzt in keinen Selfie-Modus gehen kann, weil dann kann ich es euch nicht erklären, weil dann würde ich ja mich filmen. Das kann man jetzt überhaupt nicht verstehen, was ich sage. Ist ja egal. Also wenn ich gleich euch das zeige, dann ist es so, das ist sozusagen der Modus, wie man eine direkt, also wenn du unterwegs bist und einfach mal direkt ein Foto sofort in die Story laden willst oder wie du ein Video machen kannst. Und dann erkläre ich euch heute die Funktion Giphy, ja, wer die noch nicht kennt. Und dann erkläre ich euch, stelle eine Frage oder mache eine Umfrage. All das jetzt, in Erklärbärin 3, die Story. Viel Spaß. Bis gleich. Ciao. Ihr Lieben, wir sind wieder bei der Story. Da gibt es ja noch mehr Punkte zu erklären. Also, wir drücken wieder auf Story. Ja? Beim letzten Mal haben wir aus dem Fotoalbum ausgewählt. Diesmal wählen wir aber nicht aus dem Fotoalbum aus, sondern wir nehmen das, was ihr da seht. Da kann man hier unten zwischen Front- und Backkamera wechseln. Ich habe jetzt bei der Backkamera, da könnte ich jetzt meine Hand hintermachen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, sofort einen Filter auszuwählen, wie ihr seht. Ja? Da guckt man einfach hin, dann verändern sich die Sachen. Das muss man ausprobieren. Hier zum Beispiel Glitzer. Dann würde das glitzern oder da kommen so Dinger. So, und jetzt kann man entweder, man macht ein Foto. Schaut mal, dann hätte man dieses Foto und dann könnte man das in die Story packen. Oder wir machen das Foto, verwerfen wir jetzt mal. Ja, wir haben wieder das gleiche Bild. Wir machen jetzt mal ein Video. Dann drückt man nicht einmal kurz drauf, sondern dann hält man fest. Jetzt würde es ein Video geben. Jetzt könnte man das loslassen. Da seht ihr so. Jetzt gibt es dieses Video. Und das könnte ich direkt in die Story packen. Und das mache ich wie immer. Ich gehe da oben wieder auf das hochgeklappte Smiley. Jetzt kann ich gucken, wen ich da erwähnen würde. Ja. Also wenn ihr das macht, irgendwo könnt ihr natürlich irgendeine Begebenheit erwähnen. Oder ihr könntet zum Beispiel einen Standort auch mal machen, wo ihr euch befindet. Ihr könnt aber auch zum Beispiel eine Frage stellen. Also, stell mir eine Frage, da könntet ihr fragen, was immer gefällt euch das? So, und jetzt könnt ihr das einfach da drin lassen. Und wenn man das jetzt abschickt und in die Story stellt, dann können Leute, die eure Story sehen, das antippen und dazu was reinschreiben. Ihr könntet aber auch, jetzt schaut mal hier, könntet natürlich auch was anderes reinmachen, zum Beispiel eine Umfrage. Da stellt ihr eine Frage. Schreibt man zum Beispiel jetzt mal blöd, weil das Video ist ja blöd, ja, was ich da gerade gemacht habe. Ja, nein. Man kann aber auch anstatt dem Ja, kann man zum Beispiel hier was anderes hinschreiben, zum Beispiel ein Herz. Und anstatt dem Nein kann man den Smiley machen, ja. So, und dann kann man, wenn man fertig drückt, das genauso wieder verschieben. Man kann das wieder klein machen, die Frage natürlich genauso und kann das da reinsetzen. Genauso könnt ihr aber auch wieder auf das Zeichen gehen und mal ein Giphy setzen. Hier, da habt ihr alle mögliche Giphy-Auswahlen oder ihr schreibt zum Beispiel rein, ihr wollt jetzt Herz-Giphys haben. Dann schreibt ihr zum Beispiel Herz. Dann kommen ganz viele verschiedene Herzen und dann könnt ihr euch eins aussuchen, zum Beispiel das. Dann ist das da drin. So könnt ihr die Storys aufpeppen, ja. Und dann drückt ihr einfach wieder auf Senden und schickt es in die Welt hinaus und gut ist. Und die anderen Sachen, diese zwei, das erkläre ich euch alles nächstes Mal. Viel Spaß! So, ich hoffe, das war nicht viel zu viel Information und ich hoffe, ich habe ja schon Anfang nicht richtig erklärt, also wie ich angefangen habe, euch einzuleiten. Es ist, glaube ich, Learning by Doing. Man muss es ein paar Mal machen, dann ist es, glaube ich, ganz einfach. Jetzt ist das möglicherweise viel Information, aber probiert es mal aus, spielt euch darum. Ich kann euch auch... gibt natürlich noch viel, was man da machen kann. Gibt ja noch zwei andere Funktionen. Also wir können auch noch mal Story die vierte machen. Warum eigentlich nicht? Ne? Wir haben ja Zeit. Unser Leben hat ja Zeit und wir können ja viel machen. Und ich freue mich, das mit euch zu machen. Und wenn ihr auch mal Lust habt oder Fragen habt oder irgendwas erklärt haben wollt, was ihr nicht wisst, dann schickt mir eine Nachricht und vielleicht kann ich das ja in die Erklärbärin einbauen. So, und jetzt, ja, das waren die Erklärbärin-Story die dritte. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Tschüss.